Herr Präsident, meine Damen und Herren, man kann es an diesem Tagesordnungspunkt kurz machen zur Historie. Wir alle haben vor einiger Zeit Zuschriften bekommen aus der Branche. Die Union nimmt so ein Material natürlich dankbar an und gießt es sofort um in einen Antrag. Dumm nur, dass es hierzu schon mal eine kleine Anfrage gab und eine ausführliche Stellungnahme der Landesregierung, Drucksache 5942 aus dieser Legislaturperiode. Aus dieser geht klar hervor, dass die Landesregierung nicht etwas zurücknehmen kann, was sie selber nicht erlassen hat. Denn es gibt eine bundesweit abgestimmte Verwaltungsauffassung. Diese wird gerade in einem Musterverfahren auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft und dieser Ausgang ist abzuwarten. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen gewähren derzeit schon den betroffenen Reiseveranstaltern bei anhängigen Einspruchverfahren auf Antrag eine Aussetzung auf Vollziehung, so dass auch keine finanziellen Nachteile für die Unternehmen zu erwarten sind. Und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, mit Verweis auf diese ausführliche Antwort. Und damit will ich es auch bewenden lassen. Alles Weitere im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abend, für die